Willkommen zu meinem Bandoneon-Tipp. Heute möchte ich über die Synkopa sprechen. Synkopa, das ist folgende rhythmische Struktur. Und wir wollen heute schauen, wie man eine Synkopa con arrastre spielt. Arrastra bedeutet schleifen und es geht um einen Schleifer rein in die Eins. Das klingt dann so. So, wie mache ich das also? Ich wähle für die linke Hand einen D-Moll-Akkord in weiter Lage. Für die rechte Hand hier einfach eine Terz. Ich kann das natürlich auch hier oben in allen Lagen kann ich das spielen, aber die Terzlage macht einen sehr schön offenen Klang. Und man ist dem Solisten nicht im Weg und außerdem ist es sehr bequem. Dann machen wir das jetzt mal so. So, die Finger gehen, sobald ich mit dem Arrastre beginne, gehen die Finger rein in die Knöpfe. Ich fange an, den Balg nach außen zu bewegen, beschleunige und auf der 1 kommt das Knie dazu und ich lasse los. Also, Finger tauchen ein, beschleunige. Rechts kommt auf dem Moment der 1 in den Akzent mit dazu. Also eigentlich der Arrastre ist hier links und rechts macht diese wunderbare kleine Plop. So im Tempo, so. Ganz wichtig ist, dass die Energie des Taktes in der 1 liegt. Das heißt, vorher darf noch kein Akzent sein. Ihr müsst also wirklich aus dem Nichts kommen mit dem Arrastre und crescendo, crescendo bis zu 1 und auf 1 loslassen. Danach, das zweite Achtel ist schon leise. Die 3 ist auch leise. Warum ist das so? Die Energie im Takt ist vorne, damit weiter hinten im Takt für den Solisten Platz ist, dass der sich frei entwickeln kann und die Energie zur nächsten 1 neu aufbauen kann. Also nicht den Solisten stören und immer schön laid back. Ganz späte 3. Noch später, immer richtig. Noch später. Auf die 1 freuen schon. Und 1 kommt. Herrlich. Man kann auch den Arrastre nur mit einem Finger machen und auf der 1 dann den ganzen Akkord dazugeben. Das klingt ein bisschen anders. So herrlich rauchig. Da müsst ihr aufpassen, dass dieser Klang hier vorher, dass der nicht wackelt. Also das ist dann ganz gut, diesen Finger, weil der hier auf so einem ganz tiefen Ton ist, den Finger gut hier reingeben, damit der Balg sich um das Bein herum windet in eurer Vorstellung, damit der Druck des Balges konstant ist und nicht wackelt. Also so. Und nochmal für rechts. Dann kommt eigentlich das Knie. Das Knie geht los nach oben in dem Moment, wo ich den Arrastre beginne und auf 1 Suspense, raus, runter mit dem Bein. Knie kommt, runter. Knie kommt, runter. Nicht zu hoch nehmen, sonst wackelt es. Nicht zu wenig, sonst könnt ihr keinen wirklichen Kick machen. Also, ja, muss man ein bisschen experimentieren. Also, Unterschied noch einmal, ganzer Akkord. Oder nur ein Ton. So, das ist also die Synkopa con Arrastre. Es gibt ganz viele Arten von Synkopa. Wir können demnächst eine andere besprechen. Wenn ihr Synkopa anders kennt, anders gelernt habt oder sonst Fragen habt, schreibt mir doch einfach einen Kommentar. Ich freue mich und dann können wir uns darüber austauschen. Und ansonsten, ja, vielleicht gebt mir ein Like für das Video
und teilt es weiter. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.